In dieser Folge erkläre ich euch, warum ihr eure Website bei einem Relaunch nicht einfach auf Noindex oder in der robots.txt sperren solltet und warum es Sinn macht, eine Testumgebung dafür einzurichten. So Freunde, heute ist ja Brückentag vor dem 1. Mai. Wenn ihr das Video beim sozusagen Ausstrahlungs- oder Upload-Datum seht. Deswegen gibt es heute mal eine kürzere Ausgabe. Ich hatte am Freitag ja 5 Website-Beispiele dabei. Diesmal habe ich nur 3 und es geht auch wahrscheinlich relativ schnell, weil diese Websites im Prinzip noch gar nicht fertig sind. Ich weiß nicht genau in jedem Fall, warum sie eingereicht wurden für den SEO-Check, weil wenn diese Website im Grunde genommen noch teilweise noch leer ist oder noch nicht richtig zu Ende gedacht, dann ist es natürlich schwierig für mich jetzt von außen zu erkennen, was die Problematik ist. Grundsätzlich ist es natürlich sinnvoll bei einem Relaunch oder wenn man eine neue Seite plant, SEO mitzudenken und eine SEO-Beratung in Anspruch zu nehmen, aber jetzt von außen betrachtet, für mich ohne weitere Insights, nur sozusagen anhand der Domain kann ich da relativ wenig für diese strategischen Dinge in der Regel helfen. Aber was mir dabei aufgefallen ist, ist eben, dass viele tatsächlich am offenen Herzen operieren und ihre Websites eben einfach dann auf Noindex stellen, über die robots.txt sperren oder ähnliches und teilweise dann halbfertige Internetseiten online haben, anstatt das Ganze eben auf einer Testinstallation, in einer Testumgebung zu machen oder ähnliches. Und mir begegnet das immer wieder, dass die Seiten dann eben sozusagen aus dem Index fliegen oder geschmissen werden, anstatt die alte Seite erstmal zu behalten, dann eine neue sozusagen im Hintergrund zu machen, die dann irgendwann umzuschalten und die ganzen alten Seiten entsprechend umzuleiten, sodass man die Rankings behalten kann. Also das wäre sozusagen die empfohlene Vorgehensweise. Aber kommen wir mal zu den Beispielen. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann macht es wie diese 3 und reicht eure Website unter digitaleffects.de/SEO-Check ein. Und dann versuche ich nach meinem besten Wissen und Gewissen auch euch zu helfen. Kommen wir mal zum ersten Beispiel. Das ist hier die Website des Umzugsunternehmens abumzug.ch, also ein Schweizer Umzugsunternehmen. Vor ein paar Tagen war hier tatsächlich auch noch so eine richtige Wartungsseite mit einem Counter. Dann und dann geht unsere Website online. Deswegen habe ich sie erstmal so ein bisschen an der Seite liegen lassen, habe jetzt wieder mal drauf geschaut und plötzlich war eine Website da. Allerdings scheint die auch noch nicht fertig zu sein. Also hier steht jetzt erstmal abumzug.ch nochmal, ja, also ein drittes Mal. Hier oben ist ja schon die URL. Dann haben wir hier den Titel sozusagen als Namen. Jetzt hier im Titel oder in dieser Hauptüberschrift oder was auch immer, in diesem Headerbild auch nochmal. Also da würde ich jetzt auf jeden Fall eher Umzug in der Schweiz oder ähnliches. Also das, was hier drunter jetzt steht, was man auch noch schwer lesen kann, weil es blau auf teilweise blauen Arbeitskleidung ist, das eher hier groß schreiben und nicht die Domain nochmal wiederholen. Das könnt ihr also sicherlich noch ändern. Dann sieht man aber, dass hier noch irgendwelche Testdaten drin sind, irgendwelche Testtexte von irgendeiner Vorlage, die jetzt hier euer Webdesigner verwendet. The Easy Move, London, Ontario's Most Trusted Moving Company. Also das hat natürlich mit euch nichts zu tun. Ihr seid ja aus der Schweiz. Dann sind hier auch viele Sachen noch Englisch. Dann unsere Leistung. Hier auch wieder englische Sachen und diese Stockbilder. Hier unten dann Lorem Ipsum Texte. Also das sind sicherlich Sachen, die ihr noch anpassen werdet. Was aber daran nicht gut ist, ist, dass das eben hier jetzt schon live ist unter eurer Domain. Ja? Und offensichtlich gab es eure Website schon, denn wenn wir hier mal springen in der Site Search, hat Google immer noch 7 verschiedene Ergebnisse zu euch gefunden. Und wenn man die anklickt, dann kriegt man eben hier
dann entsprechende Fehlerseiten jetzt. Und die Fehlerseiten sind natürlich schade, weil die Rankings, die diese Seiten vorher hatten, die Keywords, zu denen ihr vorher zu finden wart, vielleicht, auch wenn es nicht viel war, aber all das geht ja jetzt irgendwie verloren und Google fragt sich jetzt, was soll ich jetzt mit dieser Seite hier anfangen? Beziehungsweise wird hier eben ausgeschlossen über die Robots.txt. Das heißt, Google wird diese Seite erstmal komplett jetzt in der nächsten Zeit aus dem Index entfernen und dann sehen alle Ergebnisse nur noch so aus, ja, also dass man zwar, dass sie sich die URL merken und da auch wahrscheinlich nochmal immer mal wieder vorbeischauen, aber ihr könnt euch vorstellen, dass das kein optimaler Start für eure neue Website ist, denn ihr könntet ja auch, wie gesagt, die alte einfach online lassen oder meinetwegen so eine Wartungsseite online lassen mit einem Text, der vielleicht auch schon auf eure Keywords einzahlt, also eben Umzug Schweiz oder Umzug Basel etc. pp., verschiedene Städte, um da schon mal sozusagen was vorzubereiten. Wie gesagt, jetzt ist die Seite hier eben per Robots.txt komplett geblockt, dann auch nochmal auf Noindex über die Meta-Robots-Text, das heißt also, sie fliegt letzten Endes aus Google raus. Und das hat jetzt euer Webdesigner wahrscheinlich gemacht, weil sie halt noch nicht fertig ist. Aber nicht fertige Seiten gehören halt nicht auf die Live-Domain, auf die Hauptdomain sozusagen, sondern die gehören auf irgendeine Testinstallation, auf irgendeiner am besten passwortgeschützten Umgebung, sodass man da dann basteln kann, bis man fertig ist und dann irgendwann eben einfach den Schalter umlegt. Und dann sollte man natürlich auch die Weiterleitung für die alten URLs einplanen. Was ich jetzt hier schon sehe, eben von eurer Navigation her, hier sind verschiedene Städte vorgesehen, Zürich, Aarau, St. Gallen, Basel, Luzern etc. pp. Kostenloses Angebot kann man sich hier einholen. Dann macht ihr hier noch diese Reinigungen und das geht schon mal so sehr in die SEO-Richtung. Ne? Da müsst ihr aber auch aufpassen, weil es Google mittlerweile nicht mehr so toll findet, wenn ihr jetzt hier immer wieder die gleiche Seite anlegt mit den gleichen Texten nur zu verschiedenen Städten. Da muss man halt auch gucken, ob das so, was ihr da genau geplant habt, damit das nicht schief geht. Gut, ich hatte auch noch mal hier technisch geguckt. Was ist hier los? Chat irgendwie kaputt hier. Interessant, da hat sich irgendein Kollege beschwert. Auf jeden Fall kriege ich es jetzt hier auch gerade nicht weg. Gucken wir mal, laden wir mal neu. Vielleicht klappt es dann. Das dauert jetzt natürlich. So, okay, also auch hier Write Einzelseitenanalyse sagt eben, die Seite ist nicht indexierbar, ist laut Robots.txt gesperrt. Hier sind aber auch noch ein paar andere Sachen. Ne? Die Meta-Description fehlt noch. Es gibt keine H1-Überschrift, also das, was da eben in eurem Header zu sehen war, das sollte die H1 sein. Die muss dann natürlich auch Keyword-mäßig vernünftig benannt werden. Die Überschriften sind in der falschen Reihenfolge. Einige Bilder haben keine Alternativtexte, die solltet ihr noch nachlegen. Und dann gibt es hier auch einiges an JavaScript, CSS-Meldungen. Das sind immer so Page-Speed-Themen. Also wenn ihr jetzt viele JavaScript-Dateien, CSS-Dateien, Inline-CSS habt, Inline-JavaScript, sowas sollte man alles aufräumen, bevor man da online geht, um dann eben auch möglichst schnelle Seiten zu haben. Gerade im lokalen Bereich wird häufig mit Mobiltelefonen gesucht. Also da ist es umso wichtiger. Auch da wird das ja jetzt zum Ranking-Faktor. Browser-Caching sollte aktiviert sein. All diese Sachen solltet ihr euren Webdesignern auch mitgeben. Auch ein Canonical-Tag solltet ihr verwenden. Wie gesagt, Meta-Description. Der Titel ist auch noch zu optimieren, hier sollte nicht Home, Top-Umzugsfirma in der Schweiz stehen, sondern ne, Umzug Schweiz und dann vielleicht eure Firmennamen, vielleicht auch irgendwelche Argumente, die für euch sprechen, ja, besonders zuverlässig oder ihr Partner seit, was weiß ich, 1998 oder 1000 zufriedene Kunden, was auch immer und eben eine entsprechende Meta-Description, damit ihr da dann auch ranken könnt. Und wenn ihr rankt, so, ne, wenn ihr rankt, dass ihr dann auch dort entsprechend eine attraktiven Snippet bekommt, eine attraktive Vorschau.
Ranken tut ihr, oder es, die Meta-Description trägt natürlich jetzt nicht zum Ranking selbst bei. Ja, wie gesagt, dann hier so Überschriften sollte man nicht der Darstellung her wählen. Ist oftmals so, jetzt ist hier die H2 das erste, was verwendet wird. Wahrscheinlich ist die H1 irgendwas zu groß oder was auch immer. Oder wurde entfernt. Das ist also auch nicht optimal. Und dann hier auch sowas wie kurzes Telefonat und verbindlicher Kostenvoranschlag und so. Das sind jetzt keine besonders tollen Überschriften. Das sind wiederum Bestandteile der Seite, die nicht als Überschrift definiert werden müssen. Über uns, Top-Ziele, rechtliches. Ja, es klingt alles nicht nach wirklich einem optimierten Quelltext, sondern eher aus einer reinen Designsicht. Und da kann man natürlich immer Dinge verbessern. Dann hier die Bilder, wie gesagt, mit Alternativtexten versehen, sofern ihr diese Bilder behaltet. Sitemap, XML solltet ihr vielleicht noch hinterlegen, wenn ihr wirklich jetzt viele Seiten anlegt, zu allen möglichen Städten etc. pp. Und ja, das sind so die wichtigsten Sachen, die auf jeden Fall noch in diesen Relaunch, auch wenn er jetzt schon online ist, ja, einfließen sollten. Wie gesagt, im Optimalfall macht ihr das so, dass sie eben genau diese Seiten weitergeleitet werden und ihr nicht am offenen Herzen an der Live-Seite rumbastelt. Das ist wirklich nicht besonders professionell und sorgt dann dafür, dass ihr da einfach eure Rankings verliert, die wieder Google überhaupt erstmal wieder mitbekommen muss, dass ihr da entsprechend wieder live seid. Das kann man natürlich anstoßen über die Google Search Konsole etc. pp. Aber das ist einfach keine wirklich sinnvolle Vorgehensweise, wie ihr sie jetzt bisher dort gewählt habt. Kommen wir mal zum nächsten Beispiel, dexters-finest.de. Hier haben wir jetzt eine Seite, die sieht wirklich nur so aus, dass hier zwei Sätze stehen und ein Link zum Login. Unser Shop ist aufgrund von Wartungsarbeiten im Moment nicht erreichbar. Bitte besuchen Sie uns zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Ich habe die Seite jetzt schon einige Wochen bei mir in der Liste und da hat sich bisher nichts getan. In diesem Fall ist es jetzt aber so, dass es tatsächlich eine Wartungsseite ist, ja, und hier wird jetzt der Code 200 ausgewählt. Wenn man es nun wirklich nicht hinbekommt, die Seite schnell wieder online zu bringen und auch nicht eine alte Seite behalten kann oder ähnliches, also es sich nicht vermeiden lässt, dann gibt es einen extra Statuscode dafür. Das ist der 503er-Code, ja, HTTP-Code 503. Dort kann man dann auch ein Datum angeben, wann Google wiederkommen soll. Und so signalisiert man halt Google, dass die Seite jetzt nicht für immer und ewig irgendwie kaputt oder weg ist. Man schickt sie hier aber auch nicht immer wieder auf die gleichen zwei Sätze, sondern man sagt halt Bescheid, okay, pass auf, wir sind hier jetzt gerade offline, vergiss uns aber bitte nicht, komm dann und dann wieder. Und dann sollte man aber natürlich auch irgendwann wieder online gehen. Ne? Also es ist auch keine Dauerlösung, sollte sich jetzt nicht über Monate erstrecken. Aber wenn es sich mal gar nicht vermeiden lässt, dann kann man eben diesen Maintenance-Mode auch über den HTTP-Status sinnvoll anzeigen lassen. Auch hier, Write-Einzelseitenanalyse macht da jetzt wenig Sinn. Seite ist nicht indexierbar, weil sie auf No-Index steht. Und so ähnlich sieht jetzt auch hier der nächste Kandidat aus, Sell-View. Das ist hier eine WordPress-Installation, My Blog, My WordPress Blog, Hello World. Das sind so diese neueste Kommentar, Hello World im April 2018. Aha. Also diese Seite wurde hier irgendwie mal angelegt am 6. April 2018 scheinbar, zumindest nach diesem Datum. Und seitdem sieht sie so aus. Da kann ich natürlich jetzt auch wenig helfen, muss man sagen. Das ist auch eigentlich so eine Art Testinstallation. Die sollte man auch nicht unter der Hauptdomain installieren. Ich weiß nicht, ob es jetzt hier vorher schon irgendwelche anderen Ergebnisse gab. Habe ich jetzt nicht geguckt. Sie ist auf jeden Fall indexierbar auf 200, hat keinen No-Index etc. pp. Was ja auch an sich eigentlich richtig wäre, wenn es jetzt die alte Website wäre. Ansonsten eben, wie gesagt, mal Erwartungsmodus oder eben die alte Seite online lassen, eine Testumgebung machen, dort die neue Seite vorbereiten, dann irgendwann den Hebel umlegen, um dann eben den Relaunch zu vollziehen. Dabei immer an die Weiterleitung denken, darüber habe ich auch schon häufig gesprochen.
Also das sind so die Dinge, die ich immer wieder sehe, auch kürzlich wieder gehört. Ja, wir sind hier gerade jetzt noch am Basteln, die Website, die ist noch nicht optimal. Deswegen haben wir sie jetzt noch auf Noindex stehen oder in der Robots.txt blockiert. Das sollte man auf gar keinen Fall machen. Ja, also wie gesagt, behaltet eure alte Website oder bastelt im Hintergrund, nutzt eine Staging-Umgebung oder eine Testinstallation. Das ist meistens kein großes Problem und dann kann man da auch Fehler prüfen etc. pp. Und hat nicht gleich eben diese Operation am offenen Herzen, wo dann ganz viele Konsequenzen draus sich ergeben können. Zum Beispiel, dass Google eure Domain eben aus dem Index schmeißt, weil ihr es auch noch so gewollt habt. Ja, das ist nie die perfekte Vorgehensweise. Das ist nie sozusagen, da macht ihr es also nie der einfachste Weg. Sondern eher dilettantisch und zeigt, dass man da einfach von SEO keine Ahnung hat. Auch dazu habe ich schon mal was gesagt. Das ist natürlich häufig etwas, was Webdesigner gerne machen. Ne? Habe ich auch schon mal ein eigenes Video, einen eigenen Rant sozusagen darüber gemacht, warum Webdesigner keine guten SEOs sind. Habe ich auch bisher sehr, sehr seltene Ausnahmen getroffen. Wenn, dann waren es wirklich Kollegen, die sich richtig in beiden Bereichen fortgebildet haben, aber meist sind es auch zwei Sachen, die nicht so richtig von den Denkmustern und Gehirnvoraussetzungen zueinander passen. Also diese Kreativität und dieses SEO-Thema, das sind schon zwei relativ stark voneinander getrennte Themen. Die einen sind halt mehr so technisch, analytisch drauf und die anderen sind vielleicht eher kreativ, optisch, können designen und so weiter. Da findet man sehr selten Leute, die wirklich beides können. Und wenn man eine Agentur hat, dann hat man vielleicht einen Designer und einen SEO und dann müssen die irgendwie versuchen, miteinander zu kommunizieren. Aber viele der Unternehmen haben halt so einen One-Man-Show-Webdesigner, der ihnen dann alles und nichts anbietet. Und da sollte man immer vorsichtig sein. Selbst bei großen Webagenturen, auch die beauftragen uns hin und wieder, um dann eben sozusagen im Tarnmodus für sie zu arbeiten und dann entsprechend die Suchmaschinenoptimierung zu übernehmen, weil da sitzen dann Programmierer und Designer, die haben schon genug Probleme, irgendwie ihren Job sozusagen zu machen und da die alle Dinge unter einen Hut zu bekommen. Seltenst gibt es wirklich Webagenturen, die auch vernünftig ausgebildete SEOs haben. Die verkaufen das natürlich alle irgendwie mit und schreiben drauf, ist irgendwie suchmaschinenoptimiert, auch alle WordPress-Themes sind suchmaschinenoptimiert, aber das ist natürlich nicht die Suchmaschinenoptimierung per se. Auch zu WordPress, was ja sehr häufig genutzt wird, habe ich schon vieles gesagt, dass das auch kein Selbstläufer ist für SEO. Also lasst euch da nicht blenden von diesen Versprechungen, ob jetzt nun irgendwelche Theme-Hersteller, Plugin-Hersteller oder Webdesigner. SEO gibt es nur von SEOs und die machen dann meistens nicht viel anderes. So, ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen heute in dieser relativ kurzen Folge zum Brückentag. Morgen mache ich dann tatsächlich mal einen Tag Pause, Feiertag und wir sehen uns dann am Mittwoch wieder, falls ihr jeden Tag meine Veröffentlichung verfolgt. Ansonsten ist es für euch egal, weil ihr es jetzt irgendwann seht. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr was gelernt habt und was mitnehmen konntet. Reicht eure Website ein unter digitaleffects.de/SEOcheck, wenn ihr auch mal dabei sein wollt. Wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dahin, euer Christian. Ciao, ciao.